Boden. Haben Sie das schon mal gesehen? Ja, ja. Die Muslime mit Angesicht zum Boden gehen. Alle genau. Und der Prophet Mohammed hat uns das sogar beigebracht. Wieso? Weil der Prophet Jesus, wir sagen Jesus war Prophet, weil der Prophet Jesus genau so gebetet hat. In Matthäus 26, Vers 39, das Gebet von Gethsemane, werden Sie bestimmt besser wie ich kennen. Beim Gebet von Gethsemane, wo quasi Jesus verbringt, Angesicht zu Boden und betet. So, meine Frage an Sie, wenn er Gott selber ist, okay, warum hat er gebetet? Zu wem hat er gebetet? Ja, wir glauben an die Dreifaltigkeit, okay. Und er hat zum Vater gebetet. Okay. Das heißt, er war in diesem Moment nicht Gott und er hatte auch kein göttliches Wesen in diesem Moment, wo er zum Schöpfer gebetet hat. Oder hat Gott Gott angebetet? Nein, er hat sicher nicht Gott angebetet. Er war Gott und Mensch. Gott und Mensch. Okay, das heißt, Gott-Mensch richtet sein Gebet an Gott. Aber dann fangen wir an, dass wir... Ich kann nur Gott anbeten und sonst niemanden. Das ist es. Kann ich niemanden anbeten. Aber wir wissen auch, dass Sie in der Kirche beispielsweise... Ich frage jetzt einfach mal. Sie beten ja auch Jesus an, oder? Ja. Da haben wir das Problem. Können Sie mir einen Vers aus der Bibel nennen, wo Jesus von sich aus behauptet hat, nicht Apostel Paulus, Johannes, Lukas, Matthäus von ihm behauptet, sondern er selber behauptet hat, dass er Gott ist und dass man ihn anbeten soll. Müssen Sie einen? Ich weiß keinen. Und was ich Ihnen sage, was Jesus gesagt hat, ich kann von mir aus selber nichts tun, ich richte so, wie ich höre, im Schöpfer. Okay? Und schauen Sie mal. Eine Person hat ein Geschenk für Sie. Eine Box mit einem Geschenk. Und ich bin der Postbote. Ich nehme das Geschenk an, bringe es Ihnen. Würden Sie sich bei mir bedanken oder bei der Person, die was Ihnen das Geschenk macht? Ja, bei beiden. Genau, aber Sie würden sich vor allem bei der Person, weil sie hat das war quasi das Geschenk annehmen. Genau. Ja, ja. Wenn der Schöpfer uns ein Geschenk macht und durch Jesus, durch Mohammed dieses Geschenk uns gebracht hat, warum sollen wir uns nur bei Jesus und bei Mohammed bedanken und nicht beim Schöpfer, der eigentlich das Geschenk uns überbringt? Warum sollen wir Jesus anbeten, Heilige anbeten, wenn der Schöpfer diese Heilige erschaffen hat? Ja, aber... Verstehen Sie, was ich meine? Weil das ist Monotheismus. Das ist in meiner Religion, glaube ich auch, dass es viele, viele Menschen gegeben hat, die heiligmäßig gelebt haben, wirklich ein heiliges Leben geführt haben und diesen Heiligen kann ich bitten, er möge für mich bei Gott Fürsprache halten und dass mir Gott hilft oder jeder Leben. Okay. Kurze Frage, Zwischenfrage. Hat Jesus das gepredigt? Wollte Jesus von uns das? Hat Jesus nicht gesagt, was ist das erste Gebot? Höre Israel, unser Gott ist ein einziger. Du sollst ihn lieben und alleine anbeten. War das nicht das erste Gebot? Das heißt, warum brauchen wir Fürsprecher, wenn der Schöpfer quasi uns erschaffen hat, uns dieses Geschenk geben hat und wir uns direkt bei ihm bedanken? Wenn dieser Schöpfer von uns verlangt, dass wir ihn alleine anbeten und dass nur er die Macht hat, uns das Paradies oder die Hölle zu geben, warum nehmen wir neben ihm Götter, die was wir anbeten, wie beispielsweise Jesus, wie irgendwelche Heilige, beispielsweise Apostel Paulus, die was wir anbeten, die was nicht das Recht haben, angebetet zu werden. Weil der Schöpfer sagt im Alten Testament, und wir wissen, das Alte Testament gilt, weil Jesus im Neuen Testament gesagt hat, die gesamte Schrift ist von Gott. Und im Alten Testament sagt, das erste Gebot, höre Israel. Ja. Unser Gott ist ein einziger, du sollst ihn lieben und verehren und alleine anbeten. Das heißt, das ist Monotheismus. So. Was wir daraus machen, ist wieder was anderes. Aber das sollte ja der Maßstab sein. Verstehen Sie, was ich meine? Das sollte der Maßstab sein, dass wir sagen, okay, wir beten nur einen Schöpfer an. Weil, glauben Sie mir, Apostel Paulus wird Sie am jüngsten Tag nicht beschützen können. Franziskus wird Sie am jüngsten Tag nicht beschützen können. Der Einzige, der was für Sie etwas tun kann, ist der Schöpfer alleine. Unser Schöpfer hat nach dem Propheten Jesus noch einen letzten Propheten entsandt, von dem auch Jesus predigte im Lukas-Evangelium, wo er das erwähnt hat, dass er gehen muss, damit der Beistand kommt. Er wird mich verherrlichen. Das heißt, er wird gut von mir reden.
nach Jesus sind so viele, nach dem Ableben von Jesus, ist so viel Schlechtes über Jesus gesagt worden und so viele Spaltungen haben sich ergeben, dass einer der wenigen, wie der Prophet Muhammad, ihn geehrt hat und hat gesagt hat, er ist mein engster Bruder. Muhammad hat gesagt, Isa a.s. ist mein engster Bruder, weil zwischen mir und ihm kein anderer Prophet war. Und der Schöpfer hat das letzte Buch, den Koran, herabgesandt für die Rechtleitung für alle Menschen. Okay, warum? Jeder Prophet hat eine bestimmte Zeitspanne gehabt und ein bestimmtes Volk gehabt. Beispielsweise im Neuen Testament wird erwähnt, wo Jesus sagt, ich bin nur gekommen für die Schafe von Israel. Und Allah sagt im Koran, dies ist eine Botschaft für die gesamte Menschheit. Okay? Das heißt, dieses Buch gilt für die gesamte Menschheit, nicht für die Araber, nicht für die Türken, für die gesamte Menschheit und gilt bis zum jüngsten Tag und ist das einzige Buch und die einzige Religion, die vom Schöpfer anerkannt wird. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in diesem Koran auf Arabisch, Inna dina inda Allah al-Islam. Die einzige Religion bei Allah ist der Islam. Das heißt, wenn man nicht mit dem Monotheismus stirbt, mit dem Glauben an einen Schöpfer, indem man andere Schöpfer anbetet, sagt Allah im Koran, kommt man für alle Ewigkeit in die Hölle. Das ist nicht, weil ich sie kränken möchte, das ist, weil ich sie mit ins Paradies nehmen möchte, damit sie den einen Schöpfer anbeten. Und wenn sie den Lehren von Jesus folgen, und wenn sie wirklich Folger von Jesus sind, dann werden sie Muslim. Dann sind sie Muslim. Wieso? Weil, nehmen wir die Beispiele her. Ich habe Ihnen ein paar Beispiele gegeben. Jesus betete wie wir Muslime. Jesus hatte einen Bart. Jesus war nach 7 Tagen beschnitten. Jesus hat kein Alkohol getrunken, noch hat er, Levitikus 11, Vers 7, Schweinefleisch gegessen. Sie wissen, dass wir das nicht tun. Das heißt, in diesem Punkt kann ich schon behaupten, dass wir Muslime bessere Christen sind als die Christen selber. Wenn Christ bedeutet, Jesus zu folgen, sind wir bessere Christen als die Christen selber.